Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es zu tun heute mit 5 Updates und 7 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Günther für das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Heute haben wir schon erfahren, dass am 28.06.2022 das nächste und damit das zweite DLC freigegeben wird. Und zwar ist dies das Kubota Pack. Damit kommt eine neue Marke mit ins Spiel, mit natürlich originalgetreu nachgebauten Fahrzeugen, die von der Marke Kubota natürlich kommen. Und die werden natürlich im Rahmen dieses DLCs zum Spiel hinzugefügt. Falls du den One-Year Season Pass hast, dann musst du dich nicht darum kümmern. Dann kannst du dies natürlich einfach dann an diesem Tag herunterladen. Ein Video dazu habe ich schon gemacht. Bitte oben rechts auf das i klicken, damit du dieses Video nachholen kannst. Wie immer starten wir mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update für den HW80 Holzanhänger von Camelosch 0397, Downloadgröße 5,22 MB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Kollisionproblem gelöst. Das nächste Update kommt für die BRT-Schaufel von Fred Modding, Downloadgröße 0,85 MB in der Version jetzt von 1.0.2.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, AI-Definitionen angepasst. Der 3-Punkt-Rammschutz kriegt das nächste Update und zwar von Soto Modding Industries, Downloadgröße 1,54 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Textur behoben. Wir kommen zum VIP-Auftragsmanager von Fetti42, Downloadgröße 29 KB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Berücksichtigung von bereits eigenen Tierhaltung und Produktionen. Erste kleine Multiplayer-Anpassung, noch nicht Multiplayer-kompatibel. Das letzte Update kommt für die Werkzeughöhensteuerung für Schneidwerke von Didi Mod Passion. Downloadgröße 0,20 MB in der Version jetzt von 1.4.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, hinzugefügt Werkzeughöhensteuerung für Maispflücker, hinzugefügt Werkzeughöhensteuerung für Feldhäcksler Schneidwerke. Bevor wir weitermachen mit der ersten neuen Mod, darf ich mich nachträglich auch noch gleich bedanken bei Thorsten für das Abo, was während des Drehs dieses Videos hereingekommen ist. Ganz, ganz herzlichen Dank für dein Abo, Thorsten. Die erste neue Mod ist der Fiat Agri 160-55 von Pepe978, Downloadgröße 14,02 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mittelgroße Traktor mit einer Leistung von standardmäßigen 160 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 200 Litern, Maximalgeschwindigkeit 15 km/h, Gewicht 13,4 Tonnen und kostet 45.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Standard auf 500 Kilo Frontgewicht, 800 Kilo Frontgewicht, Heckkraftheber, das ist der hier. Dann der Heber hinten plus 500 Kilo Frontgewicht, dasselbe mit den 900 Kilo Frontgewicht und zurück zu Standard. Beim Design gibt es ohne Kabine und zwar in diesem Falle ist es ein New Holland 160-55. Dann kommt mit der Kabine, dann ist es auch noch der New Holland und dann kommt noch der Fiat Agri ohne Kabine. Der 160-55er. Dann kommt noch die Kabine Fiat Agri und dann geht es zurück zu New Holland. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen New Holland Rot und Fiat Agri Rot. Wir kommen zum Pasto Drenater DRP P2 P3. Dieser kommt von The New Farmer und Agropiave und Agrovento. Downloadgröße 3,49 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Tiefenlockerer mit einem Gewicht von 900 Kilo, braucht 200 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und kostet 7.500 Euro. Es gibt hier die Möglichkeit, einen dritten Zahn noch hinzuzubauen oder nein. Wir kommen zum Franquette Kombi Germ 3 in der 4 Meter Version.
Dieser kommt von Simulator Games und Pipik Age. Downloadgröße 17,21 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Gruppe kommt mit einem Gewicht von 3,2 Tonnen, braucht 160 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet knappe 22.000 Euro. Bei den Optionen kann ein Spurlockerer hinzugebaut werden und das ist es hier draußen, die beiden hier. Und hinten kann noch zusätzlich eine Anhängerkupplung hinzugebaut werden, dieser hier oder ohne. Wir kommen zum Rekordanhängerpack. Dieses kommt vom Belgien 3DM, Downloadgröße 89 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Pack mit 5 verschiedenen Anhängern. Zum einen den EMR 1600 EVO Doppel Plus, ist ein Miststreuer, der kommt mit einem Volumen von 17,7 Kubikmeter, wiegt 9,7 Tonnen, braucht 160 PS, hat eine Streuweite von 24 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 20 km/h und kostet 86.250 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Friedestein, BKT und Trelleborg und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Grau, Gelb und Rot. Des Weiteren kommen wir zum KMR 2400L, auch in der EVO Doppel Plus Version. Dies ist ein Kipper mit einem Volumen von 29,2 Kubikmetern, wiegt 8,6 Tonnen und kostet 92.600 Euro. Die Konfiguration kann verändert werden, und zwar auf 34,3 Kubikmeter. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mittas, Friedestein und Trelleborg. Das Design kann gewählt werden hier entweder mit oder ohne Leiter. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Rot, Blau, Grün, Grün und Dunkelgrün. Schwarz? Okay, das ist wahrscheinlich falsch, müsste Schwarz heißen. Die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Grau, Gelb und Rot. Als nächstes kommen wir zum TPM 30. Das ist auch ein Kipper. Kommt mit einem Volumen von 16,2 Kubikmetern, wiegt 8,8 Tonnen und kostet 89.250 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mittas, BKT und Friedestein. Das Design kann gewählt werden, entweder mit oder ohne Leiter. Dann kann eine Erhöhung hinzugefügt werden, Leiter mit Erhöhung und zurück zu Standard. Bei der Hauptfarbe haben wir die Möglichkeit zwischen Rot, Blau, Grün, 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 Dunkelgrün, was auch wieder schwarz ist, und hier Gelb. Die Felgenfarbe kann hier gewählt werden zwischen Grau, Gelb, Rot und Schwarz. Wir kommen zum VS 6000 EVO Doppel Plus. Das ist auch ein Miststreuer mit einem Volumen von 14,1 Kubikmeter, wiegt 5,3 Tonnen, braucht 120 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet 42.250 Euro. Die Reifenvarianten hier gibt es Standard und Standard 2 und ansonsten gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Als nächstes kommen wir zum S1900. Dieser Anhänger kommt mit einem Volumen von 42,3 Kubikmetern, wiegt 8,9 Tonnen und kostet 76.220 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Mittas, Friedestein und Trelleborg. Und das war es dann auch schon zu den Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zu der Mod Schaufelgewichte. Diese kommt von JMZ, Downloadgröße 0,9 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kriegen wir hier zwei verschiedene Schaufeln, einmal mit einem Gewicht von 500 Kilogramm und kostet 500 Euro. Beim Design kann hier gewählt werden, nichts oder mit Steinen, wobei die Steine hier nur dekorativer Natur sind. Es gibt also keine Erhöhung des Gewichts. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Dann haben wir das Schaufelgewicht 1 Tonne. Kostet 1.000 Euro und hat dieselben Konfigurationsoptionen. Wir kommen zum kleinen modernen Haus. Dieses kommt von Barthé, Downloadgröße 11,13 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dieses Haus zu finden, natürlich im Baumenü unter Gebäude und Farmhäuser ist dieses hier. Kostenpunkt zum Platzieren 200.000 Euro und ist begehbar. Hier haben wir einmal die hintere Eingangstür. Hier haben wir die Eingangstür vorne. Wir haben hier auch die Option, Licht einzuschalten. Also richtig schön gemacht hier. Kochen können wir immer noch nicht, aber auf jeden Fall schon mal schön. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, dieses Zimmer zu betreten. Es gibt hier nichts weiteres zu tun, als das Licht einzuschalten, ja oder nein.
Des Weiteren haben wir hier noch natürlich das Obergeschoss. Schön der Empfangsbereich hier. Dann gehen wir hier in dieses Dachgeschosszimmer rein und haben hier unser Bett und den Umkleidetrigger. Auch hier gibt es die Möglichkeit, das Licht ein- und auszuschalten. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt dieser kleine Bienenstock, kommt ebenfalls von BarT, Downloadgröße 1,96 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Tiere und Bienen. Ist dieses Haus hier zum Platzieren 600 Euro. Und der tägliche Honigertrag liegt bei 5 Liter. Ja, nicht groß, klein, ja, witzig, passt schön zum Haus hinzu. Das war es dann auch schon wieder von den Mods von heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Willst du keine weiteren Mod-Videos und auch keine weiteren Inhalte auf diesem Kanal verpassen, dann hol dir doch dein kostenloses Abo ab. Es hat mich gefreut, dass du heute dabei warst. Ich würde sagen, ich bedanke mich und wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Mod-Video. Bis denne, danke, tschüss und hasta luego.